Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play angespielt von Kingdoms Reborn. Und willkommen zurück zu unserer Feldstadt. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Stadtgebiete noch etwas erweitert und haben den ersten Winter überstanden, Gott sei Dank, ohne ja, irgendwelche Bewohner zu verlieren. Wir hatten zwar zwischendurch Probleme mit unserem Brennholz, aber das Problem werden wir jetzt angehen. Denn der nächste Winter steht quasi schon vor der Tür. Wir befinden uns schon wieder im frühen Herbst. Und ja, wir müssen jetzt langsam was tun. Und zwar haben wir hier eine Kohlemine freigeschaltet. Oder ja, uns erkauft. Und da könnten wir jetzt eine Kohlemine draufbauen. Ich habe allerdings schon die Befürchtung, dass wenn wir das tun... Mal gucken, wo ist denn hier der Kohlespot? Muss das hier dran gebaut werden? Ich glaube ja. Ich habe allerdings die Befürchtung, so ist natürlich auch schön, dann können wir die Straße direkt nach rechts weiterbauen, dass genau das nämlich, dass die Häuser zu weit weg sind. Da müssen wir natürlich was gegen tun. Wir bauen erstmal hier so eine schöne Straße hin. So, na, vielleicht noch ein bisschen weiter in die Richtung hier. Vielleicht nicht ganz so weit, damit man hier noch ein Haus hinstellen kann. Oder Häuser. So. Dann machen wir die Straße hier weiter. Und gucken, dass wir... Ich glaube, hier sollte man auch Häuser bauen können. Und hier dann auch. Gucken wir einfach mal kurz. Haus. Ja, da ist ja dicke Platz. Okay. Dann können wir... die Straße hier anschließen. Sehr schön, dann haben wir das auch schon. Und ja, jetzt müssen wir natürlich dann gucken, dass wir Dorfbewohner dahin bekommen. Wir haben nicht sehr viele Dorfbewohner, das muss man sagen. Ich hoffe, das ist ausreichend. Und wir werden dann, ja, hier vielleicht so eine Appeal 70. Na, das ist natürlich auch nicht besonders gut. Hier wird es allerdings wieder besser. Hier leben auch keine Wildschweine, das heißt, da brauchen wir nicht unbedingt drauf achten. Könnten wir auch abreißen, sehr schön. Und dann könnten wir, es ist gerade den Wildschweinbauern abgerissen, dann könnten wir hier so eine kleine Siedlung bauen für unsere Kohlearbeiter. Und wir könnten das natürlich dann auch verbinden mit unserem, mit unserer zukünftigen Eisenherstellung. Ich denke, das ist lohnenswert und dann werden wir... ja, hier unser erstes Haus bauen. Okay, dann starten wir das Spiel jetzt mal. Und wir kriegen auch gleich direkt den nächsten Einwohner. Das ist auch sehr schön. Wir sind übrigens auch bei 130% hier. Und wir könnten die Produktion ja auch nochmal erhöhen. Jetzt ist unser Migrierungsoffice bei 150% Effizienz. Ich denke, das kann sich schon mal sehen lassen. Sehr schön. Unsere Dorfbewohner machen sich auch schon auf den Weg und bauen... die Gebäude. Und was haben wir jetzt hier für Boni? Die Biersteuer. Wir haben noch kein Bier, da ist es eher uninteressant. Eine Kohlepipeline plus 30 Produktivität von Schmelzern, wenn die Stadt mehr als 1000 Kohle hat. Ja, okay, könnte in Zukunft vielleicht mal interessant werden. Und dann haben wir... Fragility Book decrease upkeep by 50. Verringert die Abgabe um 50. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Fragility heißt. Hm. Okay. Wir nehmen trotzdem mal die Kohlepipeline. Das könnte interessant werden in Zukunft. Wir müssen es ja noch nicht einsetzen. Dann haben wir es erstmal. Okay. Oh, und wir haben den nächsten Einwohner. Jetzt haben wir 25. Sehr schön. Das freut mich. Da hat unser Migrierungsbüro schon gute Arbeit geleistet. Und wie sieht es denn eigentlich mit der Nahrung aus? Ja, ihr seht's. Wir hatten im Winter letztes Jahr einige Probleme oder wären fast auf Probleme gestoßen, da wir nur noch 300 oder knapp unter 300 Nahrung dann hatten. Jetzt gehen wir sehr, sehr gut vorbereitet in den nächsten Winter. Sehr schön. Okay, und eine Handelskarawane ist wieder eingetroffen. Das ist gut, da könnten wir... Na, ganz so viel Gold haben wir leider nicht. Aber wir könnten uns trotzdem... 58... Oder? Moment.
Das sind 10 Holz und die kosten uns 58 Gold. Die haben wir nicht. Schade. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Ja, in den neuen Karten können wir uns leider auch nicht kaufen, da wir einfach momentan kein Geld haben. Na gut, das ist dann halt mal so. Kein großes Problem, das geht bald weiter. Okay, und hier werden die Ressourcen rangekarrt. Das sieht gut aus, genug Ressourcen haben wir. Und wir müssen jetzt langsam auch wieder auf unsere Holzproduktion achten. Wir könnten natürlich auch direkt mal, bevor der Winter anfängt, das ganze Holz hier abbauen. Hier sind auch keine Früchte, das wird nicht wehtun. So, einmal die, ups. Ist ein bisschen doof, dass man diesen Cursor nicht behält, wenn man einmal was ausgewählt hat. Es wäre wünschenswert, wenn man, wenn man das einmal ausgewählt hat, alles anwählen könnte. Immer wieder was anwählen könnte. Jetzt, ihr seht's, jetzt habe ich hier welche nicht mit eingeschlossen. Jetzt muss ich das nochmal machen. Hier oben sind auch noch welche. Wir holzen jetzt hier alles ab. So. Okay. In der Hoffnung, dass es dann genug Holz für den Winter ist. Denn ich glaube, so effizient wird unsere Kohlemine noch nicht werden. Und wir werden unserer Kohlemine vielleicht auch ein Lager geben. Eventuell nicht direkt an der Kohlemine, weil unsere Bürger müssen ja ein ganzes Stück laufen. Wir bauen hier ein kleines hin. Und na, hier oben ist nicht mehr viel Platz. Ne, hier ist überhaupt gar kein Platz mehr. Und wir werden hier oben das Lager noch erweitern. Vielleicht. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert. Vielleicht wird ja dann noch was zwischengelagert. Also, dass von hier unten die Bewohner sich das dann hier oben schon selbstständig hinholen. Ah, es fehlen 10 Holz noch hier. Die kommen gerade. Ich kann auch mal noch eine Stufe schneller stellen hier. Das Ziel ist übrigens, 50 Populationen zu haben. Ja, keep your citizens happy, um die Population zu erhöhen. Da sollten wir natürlich auch mal was ransetzen, denn wir haben eine Happiness von 78. Das geht natürlich noch deutlich besser. Wir sollten bei der nächsten Gelegenheit und wenn wir mal ein bisschen Gold übrig haben, uns die Taverne bauen. Ich glaube, das wäre auch noch ein weiteres schönes Ziel, was es zu verfolgen gilt. Okay, gucken wir mal, was die neuen Karten gibt. Und der Winter ist schon da, Leute. Oh Gott, nein. Und wir haben nur 12 Holz. Das ist natürlich jetzt tückisch. Ah, hätten wir nur Gold übrig gehabt für den Händler. Das ist natürlich jetzt echt, echt, echt doof. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Das mache ich natürlich nicht. Okay, ja, bringt uns alles nichts weiter momentan. Und dann fangen sie auch nicht an, hier zu bauen. Das ist natürlich sehr unglücklich. Ja, das Lager wird zwar noch fertig, aber das hilft uns natürlich auch nicht viel, aber wir können es ja trotzdem schon mal einstellen. Disallow all und dann lassen wir hier nur Kohle zu. Und vielleicht auch noch Eisen, denn ich denke mal, wenn wir hier die Eisenmine bauen, werden wir das Lager hier einfach ausbauen und nicht noch ein zweites bauen. Ne, Eisenbahn nicht. Hier muss es doch bestimmt auch Eisenerz geben, genau hier. Okay. So. Ja, gut. Können wir hier die Produktion noch erhöhen? Könnten wir, allerdings kostet das 55 Holz. Das hätten wir natürlich im Frühjahr machen müssen. Jetzt ist das eher nicht so gut. Ja. Wir haben erstmal noch 12 Holz. Mal gucken, inwiefern das irgendwie ausreicht. Und unsere Förster arbeiten ja schließlich auch noch. In der Hoffnung, dass das gut ausgeht. Und Upsala has been upgraded. Ja, wir hängen so ein bisschen hinterher, Leute. Jetzt wird das Haus gebaut. Und Leute, guckt es euch an. Unser erstes orientalisches Haus. Okay.
Es wird nicht fertig. Egal. Okay, was machen wir jetzt? Sollten wir unsere... Ah, können wir uns auch nicht leisten. Ja, ich werde das mal so ein bisschen langsamer stellen, weil ich das mit dem Holz irgendwie im Auge behalten möchte. Ja. Okay, noch hält es sich, beziehungsweise wurde wieder aufgestockt etwas. Sollen wir hier vielleicht nochmal Holz irgendwo abbauen? Hier sind neue Bäume, aber die scheinen mir noch sehr jung zu sein. Ich glaube, da kommt nicht viel bei rum. Und, ah Leute, wisst ihr was? Hier oben, unser Jäger, der arbeitet sowieso nicht, weil keine Tiere in der Nähe sind. Die sind nämlich alle hier in diesem Bereich. Wir erinnern uns, wir hatten in der letzten Folge auch gesehen, dass hier dieser Wildschweinbau bewohnt ist. Dieser auch? Nee. Und den wir hier haben, der war nicht bewohnt. Den reißen wir jetzt erstmal ab. So. Und werden dann auch hier oben die Bäume fällen. Die sind sowieso nicht mehr in der Reichweite von unserem. Ups. Nee. Sowieso nicht mehr in der Reichweite von unserem Obstsammler. Daher ist das, denke ich, kein Problem. So. Okay, und das sollte dann auch noch mal ein bisschen Holz bringen. Ich hoffe, das reicht, um gut über den Winter zu kommen. Noch sieht's gut aus. Na, hier frieren die Leute schon. Aber okay, sie haben sich gerade noch Holz geholt. Alles gut. Aber jetzt ist wirklich langsam Mangel. Die sollten jetzt mal... Okay, sie fangen schon an, Bäume zu fällen. Sehr schön. Nächste Karte kommt. Gucken wir, was wir da haben. Wieder eine Schweinefarm. Noch ein Förster. Ah, ich möchte das Gold eigentlich nicht für etwas... Obwohl, die Taverne. Die kaufen wir uns jetzt. Die werden wir dann im Frühjahr anfangen zu bauen. Und jetzt haben wir schon 27 Einwohner. Ja, jetzt läuft's. Jetzt läuft's langsam. Okay, sie fällen die Bäume, das Holz kommt rein. Ich denke, wir können auch mal eine Stufe schneller stellen. Nächster Bürger ist auch schon auf dem Weg. Hat die Taverne... Alles klar, die hat einen Bereich, in dem sie arbeitet. Ich denke, dann werden wir sie... Ja, irgendwo hier bauen, denn wir werden unsere Stadt ja auch noch weiter. Oh, was ist das? Unlocked Möbel. Eine Möbelwerkstatt wurde freigeschaltet. Das ist natürlich super. Können wir uns das gerade nicht leisten, deswegen müssen wir ablehnen. Aber die wird mit Sicherheit dann hier in diesen Karten wieder mit auftauchen. Okay. Interessant. Na, sie arbeiten weiter und jetzt kommen Wildschweine hier hin. Sind die nur auf der Durchreise? Eine ziemlich große Herde sogar. Oh, Leute, hier ist auch noch ein Wildschweinbau. Aber unbewohnt. Das Haus haben sie fertig gebaut. Da wohnen sogar drei Leute drin. Sehr gut, dann steht unserer Kohlemine hoffentlich nichts mehr im Wege. Ja, hier ist der Furniture Workshop, der ist jetzt auch mit in diesen Karten mit dabei. Okay, aber ja, bringt uns jetzt erstmal nichts. Das nächste, wofür ich Geld ausgebe, ist vermutlich das Aufwerten unserer Stadthalle, damit wir unsere Gebäude auch aufwerten können. Vielleicht bringt uns das dann auch noch ein bisschen leichter durch den Winter. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die Gebäude dann nochmal etwas besser isoliert werden. Leute, wir haben jetzt wieder Frühling, der Winter geht langsam zu Ende. Aber wir haben trotzdem kein Holz mehr. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Die Temperaturen sind jetzt nicht mehr in den Minusgraden. 1 Grad, ja. Der Schnee schmilzt. Grad, ja, er friert immer noch hier. Ups.
Freezing. Ja, der hat keinen Spaß. Der Fun-Wert liegt bei 39%. Kann man, glaube ich, verstehen. Oh, das waren Bewohner von hier unten. Der hat sich nur Holz geholt. Okay, jetzt ist ihm hoffentlich wieder warm. Unsere Kohlemine wird auch gebaut. Und ich denke, jetzt ist die Gefahr zu Ende. Wir sind jetzt bei 7 Grad. Es wird jetzt immer wärmer. Oh, entschuldigt bitte. Es wird jetzt immer wärmer werden. Und ich glaube, das hier wird alles gebaut. Nahrung haben wir mehr als genug. Ich glaube, es ist an der Zeit, unsere Stadthalle abzugraden. Dann werden wir das jetzt machen. Ein großer Moment. Wir schauen mal, was passiert. Alles klar, es kostet 200 Gold. Und wir können das nochmal hier kurz angucken, was dann freigeschaltet wird. Weizensamen, Gemüsesamen oder ja, doch Gemüsesamen, Snatch. Das ist quasi so eine Karte, wo wir ja unsere Nachbarstädten mit einer ja, minimalen aggressiven Aktion Gold stehlen können. Dann haben wir noch Buy Wood und Sell Food. Okay. Ah, alles klar. Dann können wir tatsächlich mal Holz kaufen und wir können Nahrung verkaufen. Das ist schon mal ganz gut, denn unsere Nahrung hat einen deutlichen Überschuss. Werden wir mit Sicherheit nutzen. Und jetzt sind auch wir Stufe 2. Und wir haben noch was weiteres freigeschaltet. Und zwar ein Prioritätsbutton. Okay, falls wir mehrere Projekte am Laufen haben, können wir unseren Bewohnern jetzt sagen, was sie priorisieren sollen oder gar erstmal ganz außer Acht lassen sollen. Finde ich auch interessant. Okay. Gut, dann haben wir den nächsten Winter überstanden und haben mittlerweile schon 30 Einwohner, Leute. Wir haben. Nee, noch haben wir genug Gebäude. Okay. Und wir können auch die nächste Karte uns mal angucken, aber wir haben kein Geld. Ja, leider. Wir werden aber jetzt die Taverne dann schon mal in Auftrag geben, auch wenn wir noch nicht genug Holz haben. Das wird aber kommen. Und wenn wir dann das nächste Mal genug Geld haben, werden wir uns auch eine weitere Forsthütte kaufen. Und werden, ich denke mal, ja, es wird bis hierhin. Dann schalten wir dieses Gebiet hier noch frei, würde ich mal sagen. Und werden dann hier auch noch eine weitere Abholzung in Auftrag geben. Beziehungsweise Aufforstung und gleichzeitig Abholzung. Ja, die haben hier jetzt natürlich so ein bisschen den Mangel an Nahrung und allem. Die müssen immer ziemlich weit laufen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwiefern. Wisst ihr was? Wir können hier auch mal so ein bisschen Holz mit reinnehmen. Das fällt mir gerade auf. Damit die nicht immer so weit rennen müssen für das Holz. Wenn die hier sowieso schon Bäume fällen, könnt ihr das auch hier platzieren. Okay, was wollte ich jetzt sagen? Genau, inwiefern wir jetzt hier noch eine weitere Nahrungsproduktion mit reinbringen können, weiß ich gar nicht so genau. Ich meine, die Fruchtbarkeit ist hier nicht besonders hoch. Es wird hier nichts bringen, irgendwelche Weizenfelder zu platzieren. Aber vielleicht könnte man. Ja. Ne, das ist auch nur ein kleiner See. Das hier mündet allerdings ins Meer. Vielleicht könnte man im Laufe des Spiels hier eine Fischerhütte hinbauen. Und die Wildschweine bleiben hier. Starwing, die verhungern gerade. Na, okay. Wahrscheinlich wird es die gar nicht so lange geben, hier die Wildschweine. Feuerholzreserve ist schon wieder low, also niedrig. Na. Feuerholz ist wirklich unser größtes Problem. Und Leute, wir haben einen Bewohner verloren. Was ist denn hier passiert? Hat uns einer verlassen oder ist einer gestorben? Ich habe keine Meldung gesehen. Oh Gott, Leute, was ist jetzt passiert? Das ist natürlich äußerst schade. War er vielleicht nicht glücklich bei uns? Oder ist im letzten Moment noch einer erfroren, was ich nicht gesehen habe? Obwohl, das war ja schon mittlerer Frühling. Es kann ja nicht sein, dass da schon einer erfroren ist dann. Jetzt haben wir wieder 30.
kam durch dieses Migrationsbüro. Faszinierend. Okay, naja gut. So, die Kohlemine wird gerade in dieser Sekunde fertiggestellt. Sehr gut. Und wir können ein Angestelltenbüro errichten. Wenn wir das gebaut haben, können wir die, die Jobprioritäten managen. Also wer, welche Gebäude am höchsten priorisiert sind mit Arbeitern. Ist natürlich bestimmt auch eine schöne Übersicht. Die drei Bewohner, die hier arbeiten, wohnen, die arbeiten jetzt auch hier. Ich denke, das ist eine gute Sache. Dafür haben wir das ja auch gemacht. Gut. Als nächstes, ich glaube, Eisen ist erstmal nicht ganz so wichtig wie vielleicht noch ein bisschen mehr Holz. Wenn jetzt nicht mehr unbedingt zum Heizen, aber zum Bauen. Und ihr seht, wir haben wieder nur noch ein Holz. Das wird vermutlich auch gerade hier zur Taverne gebracht. Und wir haben hier einen Forester, der kostet 140. Ah, verdammt. Wir lassen die Karte erstmal. Können wir uns gleich noch nachkaufen, wenn wir das Gold haben. Die Taverne wird jetzt auch gebaut. Sehr schön. Gut, die Straße hier wird leider nicht vollendet. Warum auch immer. Aber die Produktion ist angelaufen. Und es wird hier gelagert. Das sollte alles funktionieren. Warten wir es mal ab, bis wir hier Kohle sehen. Gut. Soweit läuft das ja alles ganz gut. Unsere Taverne wird auch schon langsam fertig. Hier. Und, Moment, bietet die Wohnraum oder sind das Arbeiter? Guests. Nee, die Taverne braucht drei Arbeiter. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Da wir dieses Statistikbüro noch nicht haben, möchte ich noch einmal kurz durchzählen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Arbeitsstellen. Ja. Ja, dann haben wir noch genügend Leute, die irgendwas sammeln. Und ich glaube, diese Hütte hier, die können wir jetzt auch mal abreißen. Das ist ja Quatsch hier. So, demolisch. Dann können wir die Straße hier auch erstmal wieder abbauen. Brauchen wir nicht. Oh, können wir die überhaupt gar nicht abbauen? Ah, doch. Na? So. Ja. Zumindest so ein bisschen. Ich möchte hier keine unnötige Straße haben. Dann können da wieder Bäume wachsen. Oder der Förster kann da was pflanzen. Das ist mehr wert, als wenn wir dann jetzt hier so eine unnötige Straße haben, die sowieso nicht genutzt wird. So, alles klar. Damit hätten wir das. Und wir haben auch das Geld, um die Forsthütte zu kaufen. Das machen wir schon mal. Um dieses Waldgebiet zu kaufen, brauchen wir allerdings deutlich mehr Gold. Das dauert also alles noch ein bisschen. Oh, und ich habe das Limit erreicht mit den Karten, die ich auf der Hand haben darf. Natürlich auch schade. Aber Schweinefarm wird uns angezeigt hier. Ah, hier ist kein Platz mehr, Leute. Da ist kein Platz mehr. Ich könnte die natürlich auch hier bauen, aber ich glaube, dass... Ja... Okay. Ne, hier könnte ich es tatsächlich bauen. Es wird uns angezeigt, wo es nicht geht. Seht ihr? Also in der Wüste geht es nicht. Aber hier könnten wir das tatsächlich bauen. Und dann hätten wir auch hier unten das Problem gelöst mit, mit den Nahrungsvorräten. Oder hier oben auf halbem Wege und für beide Seiten ein Lager bauen. Ah, hier passt es nicht hin. Ihr seht's. Okay. Ja. Ich glaube, ich baue das hier oben hin. Irgendwo hier. Dann wird das hier doch noch eine richtig schöne Wüstensiedlung. Das ist ja auch cool. Okay, und dann sollten wir vielleicht auch noch ein weiteres Haus hier unten bauen. Um zu gewinnen.
gewährleisten, vielleicht so ein bisschen versetzt von hier, um zu gewährleisten, dass hier genug Arbeiter unten wohnen. Ja, warum nicht hier? Hier sind auch 100, so ein bisschen versetzt voneinander. Das sieht doch bestimmt auch ganz nett aus. Schön. So, und jetzt können wir uns auch den Förster nochmal kaufen, den wir in Zukunft brauchen werden. Und wir haben schon 31 Einwohner. Leute, es läuft langsam richtig an. Das freut mich. Alles klar. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, um unsere Siedlung weiter auszubauen, sind Luxusgüter. Da können wir auch noch mal kurz gucken, was das genau ist. Ihr seht es hier: Luxusgüter Tier 1. Dort haben wir Bier, Cannabis, Möbel und eine Töpferei. Okay, also Töpferei haben wir noch nicht freigeschaltet, Bierbrauerei auch nicht. Cannabis ist noch ein ganzes Stück von uns entfernt. Das hatten wir, obwohl hier unten ist auch noch was. Aber dafür müssten wir auch zwei Gebiete kaufen. Aber die Möbelherstellung, ich meine, gut, dafür müssten wir dann natürlich erstmal wieder mehr Holz haben. Zumindest gehe ich mal stark davon aus, dass die aus Holz hergestellt werden. Aber ihr seht's, worauf es hinausläuft. Also wir brauchen unbedingt mehr Holz. Da führt kein Weg dran vorbei. Und Leute, was ist hier los? Warum kommt hier keine Kohle? Wir könnten hier auch mal. Okay, können wir auch was einstellen. Ah, weil die Straße hier vielleicht noch nicht gebaut wurde. Ja, warum wird die Straße hier nicht gebaut? Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Die ist jetzt nun auch schon länger da. Vielleicht sollten wir die nochmal abbauen. Nochmal neu setzen. So. Aber eigentlich scheint es ja zu laufen, ne? Ich meine, die Leute sind drin und arbeiten. Wir werden ja auch mal direkt mit Steinen investieren, also Steine rein investieren. Oh, Papaya, Kokosnuss, hier wahrscheinlich von den Fällen der Bäume waren, also doch Obstbäume. Dann werden wir nochmal Steine investieren und die Produktivität um 50 erhöhen. Und ja, das. Kaufen Sie Holz mit der Hälfte mit Ihres Goldes für 5 Gold each. Also für 5 Gold pro Holz. Ja. Sollen wir das Geld investieren? Man wird schon wieder Midsommer und wir haben kein Holz. Und das sieht nicht so aus, als wenn unsere Kohlemine momentan besonders viel ausspuckt. Eigentlich nämlich eher gar nichts. Nehmen wir das einfach mal. Ah, wir haben schon wieder das Limit erreicht. Naja, gut. Ja, dann warten wir einfach noch. Okay, jetzt haben wir 33 Einwohner schon. Und wir müssten dann jetzt auch langsam mal ein weiteres Haus bauen. Allerdings, ich meine, das tun wir hier unten. Wenn es denn mal fertig ist. Und wisst ihr was? Wir werden dann hier auch mal Papaya erlauben, damit die was haben. Und Pork, also Schweinefleisch. Und vielleicht auch noch die Kokosnüsse, damit die hier unten auch so leichte Essensreserven haben. Ich glaube, das ist ganz gut. Ach, der rennt jetzt natürlich erstmal noch nach oben. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja, Leute, warum passiert hier nichts? Was ist denn hier los mit der Straße? Jetzt wird hier alles gelagert. Jetzt müssen die Leute nicht mehr so weit rennen. Das ist natürlich auch angenehm. Und, okay, hier werden kleine Teile der Straße schon mal gebaut. Ah, sie haben 15 Kohle. Sehr schön, alles klar. Jetzt läuft es an. Jetzt sehen wir hier auch, wie das Symbol durchläuft. Oh, dem geht's scheint's nicht. Der ist krank. Das ist natürlich nicht gut.
Aber ich meine, wir haben ja Medizin, 113 noch. Da müssten wir uns auch irgendwann mal drum kümmern. Und Havre has been updated to Level 2. Ja, ich denke mal, zum Ende dieser Folge hin werden wir jetzt einfach mal pausiert lassen. Ganz so viel gibt es jetzt hier erstmal nicht zu tun, bis auf, dass die Schweinefarm jetzt fertig ist. Und töten, wenn sie auf voller Kapazität sind. Ja, wenn wir 15 Schweine haben, fangen sie an zu schlachten. Ich denke, das ist sinnvoll. Das lassen wir erstmal in dieser Grundeinstellung. Und ja, jetzt, was ich sagen wollte, lassen wir das Spiel erstmal pausiert und machen nochmal einen ganz kleinen Abstecher in unsere Nachbarstädte und gucken mal, was hier so los ist. Wir haben hier Ruhren mit 31 Einwohnern. Die haben wir mittlerweile überholt. Die waren vor kurzem noch vor uns. Ja, die haben hier ihre Stadthalle, Level 2. Haben auch ein Lager hier. Was haben sie denn hier drin? Ist das? Das ist Stein, okay. Hat gewundert, dass es so groß ist. Einige Wohnhäuser. Und hier haben sie noch eine kleine Separatsiedlung. Und sie bauen gerade neue Häuser. Die erwarten vielleicht neue Bewohner in nächster Zeit. Und sie machen das ein bisschen anders als wir. Ja, sie haben auch keine Kohlemine hier in der näheren Umgebung. Die verbrennen Holz für Holzkohle. So heizen sie. Okay. Boah, guck mal, die haben hier richtig schon was abgeholzt. Wahnsinn. Ja, hier, das war hier mal alles Wald. Ich glaube, diese Holzkohleverbrennerei, die, oder Brennerei, die verbraucht unglaublich viel Holz. Ich glaube, da ist es angenehmer, wenn man eine Kohlemine hat. Gut, ansonsten haben die auch nicht besonders viel Neues. Die haben hier so einen alten Schrein, uralten Schrein. Und der generiert Weisheit, wofür auch immer das gut ist. Das finden wir vielleicht auch noch heraus. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal... Oh, hier Luna mit 39 Einwohnern. Auch etwas größer als unsere Stadt. Ihr seht, es sind auch ganz andere Ausmaße. Haben hier schon 3 Schweinefarmen und die haben hier sogar Felder. Hier einmal ein Feld für Weizen und ein Feld mit Salat. Okay. Haben ja auch eine Jagdhütte. Haben allerdings auch nicht wirklich viele Tiere in der näheren Umgebung. Und auch sie haben einen Kohleverbrenner, einen Kohlebrenner. Okay, was haben sie hier noch? Sie haben schon einen Handelsposten. Okay. Geht wahrscheinlich über See, der Handel. Leider sieht man hier keine Schiffe fahren oder sowas. Ich denke mal, das ist dann quasi einfach nur eine Berechnung, die da hinten im Spiel abläuft. Und ja, sie haben auch schon eine Möbelherstellung und Häuser auf Level 2. Dann haben wir die jetzt auch schon mal gesehen. Und eine letzte Siedlung gucke ich mir, können wir uns noch angucken. Ist hier unten noch irgendwas? Nein. Dann gucken wir uns mal hier ganz links noch Uppsala an. Eine relativ nordische Siedlung. Die haben auch noch nicht alle Gebäude auf Stufe 2. Ist noch ein Haus auf Stufe 1. Aber sie bauen hier kräftig Vorräte, Lager nach. Vorratslager. Hier haben sie auch Häuser auf Level 2. Sie bauen gerade auch einen Handelsposten oder... Nee, den bauen sie nicht. Der ist schon fertig. Der ist nur ja nicht besonders gut bestückt. Sie haben auch schon Felder, Salat, zwei Salatfelder und haben auch zwei Schweinezuchten. Ja, okay. Interessant. Ja, okay. Gut, Leute, das war's dann wieder für diese Folge. Ich finde Kingdoms Reborn immer noch ausgesprochen gut für ein Early Access Spiel, schon sehr, sehr komplex und ja, es ist ein Spiel, was man nicht mal eben so nebenher spielen kann. Also kann man schon, aber eigentlich sollte man, ist das Spiel darauf ausgelegt, dass man mehrere Stunden am Stück spielt, weil das doch schon sehr komplex ist. Und man ist relativ schnell wieder raus und muss sich das dann immer mal wieder angucken, was da jetzt gerade Phase ist. Warum war jetzt gerade plötzlich keine Pause mehr? Potter Card für 80. Nein, das lehnen wir dann jetzt nochmal ab. Und eine Lehmgrube für 60. Das lehnen wir dann auch erstmal wieder ab. Wir scheinen neue Gebäude freigeschaltet zu haben. Na gut, okay. Aber das soll es jetzt wirklich für diese Folge gewesen sein. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.